Tina und Dirk und zurzeit sind wir mit unserem Campervan in Spanien unterwegs. In der letzten Woche haben wir festgestellt, dass es im Norden von Spanien an der Atlantikküste schönere Traumstrände gibt, als wir jemals gedacht hätten. Wahre Postkartenmotive. Danach waren wir im faszinierenden Picos de Europa Nationalpark ausgiebig wandern und wurden mit beeindruckenden Aussichten belohnt. Und jetzt geht es weiter. Im heutigen Video finden wir im traumhaften Riaño einen absoluten Lieblingsort, holen mal wieder unser Kajak raus, erkunden wir das beliebte Ausflugsziel Covadonga mit seinen eigentlich wunderschönen Seen, die bei uns leider im Nebel versinken. Guckt euch diese Aussicht an, ist es nicht wunderschön? Machen wir uns anschließend auf den Weg zurück zur Küste und übernachten dabei mal wieder auf kostenlosen, offiziellen Wohnmobilstellplätzen. Los geht's! Guten Morgen aus Riaño, hier knapp 30, 40 Kilometer südlich von den Picos de Europa im Norden von Spanien. Hier sind wir gestern Abend angekommen, als es schon komplett dunkel war. Und jetzt, heute Morgen, können wir endlich sehen, wie es hier aussieht. Und ich würde sagen, hier kann man es sehr, sehr gut aushalten. Jetzt gerade ist es leider noch ein kleines bisschen diesig, sodass man die Picos da im Hintergrund nicht so richtig erkennen kann. Aber ich hoffe, dass das gleich noch ein bisschen verzieht. Übernachtet haben wir hier heute auf einem offiziellen kostenlosen Wohnmobilstellplatz. Gleich hier oben, das ist ein großer Parkplatz mit einem Schild am Anfang, wo drauf steht, dass Wohnmobile hier parken und übernachten dürfen. Man darf nur kein Campingverhalten zeigen, also keine Tische und Stühle rausstellen, keine Markise ausfahren und sowas. Aber das ist ja vollkommen fein, es ist mega cool, dass sowas überhaupt angeboten wird und dann auch noch in so einer perfekten Lage direkt zwischen Ort und Stausee. Das ist richtig cool. Was diesen Ort oder ja, die ganze Gegend besonders ausmacht, ist vor allem dieser Stausee. Das ganze Tal und auch ein paar Ortschaften wurden hier geflutet, um das Wasser aufzustauen. Und dadurch ist eben dieser See mit den Bergen im Hintergrund entstanden. Und das wollen wir uns jetzt ein kleines bisschen anschauen. Wir haben zuerst mal einen Spaziergang rausgesucht zu einem Aussichtspunkt und zur höchsten Schaukel Spaniens. Mal gucken, ob wir die finden. Wir trinken jetzt noch unseren Kaffee auf und dann geht's los. Bist du fertig? Übrigens auch einen Campingplatz mit Blick auf den See und direkt davor gibt es einen Parkplatz. Hier haben wir jetzt geparkt, um uns den Aussichtspunkt da oben anzugucken. Los geht's! Ja, der Dunst und Nebel ist inzwischen tatsächlich weggezogen, aber die volle Realität ist, dass es nicht während unserer Kaffeepause passiert. Wir haben tatsächlich einen ganzen Tag darauf gewartet. Ja. Wir sind auch gestern schon mal hier hochgelaufen, aber da war die Aussicht nicht ansatzweise zu vergleichen. Also vor allem die Berge da hinten konnte man im Grunde fast gar nicht erkennen. Ja. Also für alle, die glauben, oh, ihr habt ja immer nur gutes Wetter. Es ist einfach so, ja, wenn wir können, wenn wir die Zeit haben, dann setzen wir so einen Schlechtwettertag auch einfach gerne mal aus und ziehen dann nochmal los, wenn die Sonne scheint. Und jetzt ist wunderschön. Und jetzt ist wirklich ein absoluter Traum. Also ja. Schön, sehr schön hier. Können wir empfehlen. Mhm. Kommt hierher, wenn ihr in der Nähe seid. Ja. Nehmt das mit. Das lohnt sich.
wirklich richtig schön hier. Und das erinnert uns ein bisschen an Schweden, würde ich sagen. Und so, wie wir uns Norwegen vorstellen würden. Ja, mit den Bergen und dem Wasser. Ja. Schon sehr cool. Richtig schön. Richtig, richtig schön. Motiv, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir mal rüber zu der Schaukel. Wir haben die gerade hier schon auf Entfernung ein bisschen gesehen. Ja. Es ist in jedem Fall ein beliebtes Instagram-Motiv, aber jetzt auch noch nicht so überlaufen, dass man jetzt hier stundenlang Schlange stehen müsste. Da wären wir sowieso nicht die richtigen Typen für. Nee. Aber mal schauen. Ja. Ja, und der Nebel oder der Rauch, der hier gestern in der Luft lag, wird wahrscheinlich von den Waldbränden kommen, die hier gerade überall in Europa und auch in Spanien wüten. Man hat es auch gerochen, es roch ein bisschen verbrannt in der Luft. Und wir sind vorgestern, als wir hier hingefahren sind, auch durch super dichten Nebel, super dichten Rauch gefahren. Also schon ganz schön krass, was gerade hier so wettermäßig los ist. Jo. Hoch. Ich bin ein Instagram-Model. Look at me. Das ist ein Spinner. Instagram. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, uns unser Kajak zu schnappen und mal ein bisschen auf den See rauszupaddeln, um zu gucken, ja, ob wir ein bisschen näher an die Berge rankommen. Wir haben ja schon gesagt, dass uns das hier so ein bisschen an Schweden und Norwegen erinnert. Und da hinten gibt es tatsächlich einen Fjord. Das ist natürlich nicht wirklich ein Fjord, das ist einfach nur ein Seitenarm vom Stausee, der so ein bisschen zwischen die Felsen da fährt. Aber ja, wir wollen mal gucken, ob wir bis da hinten hinkommen. Ich kann das nicht so richtig abschätzen, die Distanz auf dem Wasser, wie weit das ist. Aber selbst wenn wir das nicht schaffen, dann genießen wir die schöne Aussicht einfach vom Wasser her. Also Kajak aufpumpen und los geht's. Thank you.
Take a seat, take a Kit Kat. Musst du den ganzen Dreck mit in den Kajak bringen? Das war richtig, richtig cool. Wir sind zwar nicht ganz so weit gekommen, wie am Anfang mal erhofft. Und wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir so ein bisschen auf Wind- und Wellengang verzichten können. Aber es hat auch so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Können wir also absolut empfehlen, wenn ihr mal hier in der Nähe seid und ein bisschen Zeit mitgebracht habt, dann bucht euch Kajak, mietet euch ein Jetski, unterschiedlichste Boote. Das gibt es hier alles und fahrt ein bisschen auf den See. Das macht absolut Spaß. Ihr habt vielleicht gesehen, dass wir all unsere Wertsachen in so wasserfesten Beuteln verstaut haben. Das macht beim Kajakfahren absolut Sinn, ist unabdingbar, denn unser Kajak ist zwar relativ breit und liegt deswegen ziemlich stabil im Wasser, aber die Gefahr, dass man umkippt oder dass man einfach schon beim Ein- oder Aussteigen ins Wasser fällt, ist natürlich immer gegeben. Und wenn da das neue teure Smartphone ins Wasser fällt und kaputt geht, ist der Ärger riesig. Um das zu verhindern, hat uns die Firma Spigen ihre neuen Drybags zugeschickt. Sowohl Hüllen für das Handy und Bauchtaschen für Wertsachen, als auch richtige Beutel für größere Sachen. Das ist die neue Aquashield-Reihe von Spigen. Alle sind absolut wasserdicht und können untergetaucht werden. Und das ist nicht nur sinnvoll beim Kajakfahren, sondern genauso am Strand. Denn man will seine Urlaubserinnerungen natürlich festhalten, ohne dass das Salzwasser das Handy beschädigt und ohne dass der Sand in jede Ritze dringt. Wir haben mal den absoluten Härtetest gemacht und alles komplett untergetaucht mit unseren Sachen drin. Das Ergebnis, alles ist komplett trocken geblieben. Die Sachen halten also, was sie versprechen. Das hat uns nicht überrascht, denn wir kennen die Spigen-Qualität schon von Handyhüllen und Schutzfolien. Wenn auch ihr euch die Produkte von Spigen mal anschauen wollt, dann guckt unten in die Videobeschreibung. Da haben wir euch die Drybags und alle anderen Sachen verlinkt. Und wir schnappen uns jetzt all unseren Kram, tragen das zurück zum Auto und werden dann nochmal eine Nacht hier verbringen. Und morgen früh fahren wir dann nach Covadonga. Von da melden wir uns wieder. So schnell kann es gehen und jetzt sind wir im 1,5 Stunden entfernten Covadonga auf der westlichen Seite der Pecos. Die Fahrt hierher war ja, ganz entspannt, ganz nett. So ein bisschen eben durch die Gebirge, durch die Ausläufer der Pecos. Teilweise ganz schön enge Straßen, aber ganz schöne Ausblicke. Jetzt sind wir hier. Covadonga hat eigentlich nur so 50, 60 Einwohner, aber es ist trotzdem total beliebtes Ausflugsziel. Man sieht es alleine daran, wir stehen hier auf einem Parkplatz, mehrere Kilometer außerhalb des kleinen Ortes, wo wir eigentlich hinwollen. Der Grund dafür ist, nicht nur, weil hier der Jakobsweg durchgeht oder einer der Jakobswege, sondern weil es hier vor allem eine sehr, sehr schöne Basilika und eine Grotte mit so einem kleinen Wasserfall und so geben soll. Und ein bisschen weiter oben in den Bergen auch noch zwei Seen. Und das wollen wir uns alles anschauen. Los geht's. Sie hat uns empfohlen, dass wir erst die Seen angucken sollen, weil das Wetter hier sehr schnell umschlägt und jetzt gerade ist okay. Dann halten wir uns mal dran, ne? Angekommen. Die letzten 11 Kilometer muss man mit dem Bus fahren. Das Ticket kostet pro Person 9 Euro und die Fahrt war ganz schön abenteuerlich. Also es waren ganz schön viele Kurven und sehr eng die Straße. Also wir mussten öfter anhalten, damit wir an Autos vorbeikommen konnten. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie es hier aussieht. Hey.
Guckt euch diese Aussicht an. Ist es nicht wunderschön? Wunderschön ist das. Ja, es ist wirklich verrückt. Also innerhalb von 2 Minuten sind hier diese Wolken reingezogen und man sieht einfach nichts mehr. Wir haben auch schon bestimmt eine halbe Stunde jetzt gewartet und wollten gucken, ob es sich vielleicht nochmal bessert, aber nö. Es ist schlimmer geworden. Es ist eher schlimmer geworden. Aber wir gehen jetzt nochmal ein Stück runter und gucken, ob wir da an dem einen See noch ein bisschen was sehen können. Ja, hoffentlich. Zack, weg ist sie. Wie ein Dementor im Nebel. Ja, ich weiß nicht, ob man es über die Kamera überhaupt sehen kann, aber da ist das Wasser vom See. Also nein, hier unten ist es nicht besser. Eine große Karawane zieht zurück zu den Bussen. Warum es das Teil hier gibt, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, warum es hier eine Kirche gibt. Denn während irgendeines Krieges soll es eine göttliche Unterstützung für eine der beiden Parteien gegeben haben. Und ja, zu Ehren dessen wurde dann hier eine Kirche gebaut.
sind zurück am Auto. Das war richtig cool. Bisschen schade, dass dann die Wolken so reingezogen sind und wir nur so kurz schönes Wetter da oben hatten. Aber alleine die paar Minuten haben uns auf jeden Fall gezeigt, wie schön es wirklich sein kann da. Also können wir absolut empfehlen, da mal hochzufahren. Und wir freuen uns jetzt auf die Küste, denn da geht's jetzt noch hin. Woo! Von Covadonga aus machen wir uns auf den Weg ins 40 Minuten entfernte Riba de Sella, das wir schon aus der Vorwoche vom Wäschewaschen kennen. Die Regenwolken sind uns dabei stets auf den Fersen. Doch nach einer Nacht auf dem großen und gut besuchten kostenlosen Stellplatz in Riba de Sella und einer kurzen Fahrt die Küste entlang, kriegen wir am nächsten Morgen das hier zu sehen. Hallo vom Mirador de la Buriza mit Blick runter auf die beiden Strände Playa de Andrin und Playa de Ballota, zwei absolute Traumstrände. Hier waren wir vor gut einer Woche schon mal, weil uns eine Top 10 Highlight-Liste des ADAC hier hingeführt hat. Und als wir da auf diese beiden Strände runtergeguckt haben, haben wir uns gesagt, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hinkommen nach unserem Abstecher in die Picos de Europa. Und heute ist es soweit. Jetzt sind wir hier und gehen mal runter zu einem der beiden Strände und gucken, ob wir noch einen Platz finden. Wir müssen uns nur entscheiden, zu welchem wir gehen wollen. Ja. Wir entscheiden uns letztlich für den Playa de Ballota, weil der zu Fuß besser zu erreichen ist. Mit einem Camper kommt man nämlich leider nicht wirklich näher dran als zum Aussichtspunkt. Es gibt zwar eine Zufahrtsstraße, aber die ist einfach zu schmal. Wir sind noch immer erstaunt darüber, was für schöne Strände es hier im Norden von Spanien gibt. Eigentlich hatten wir hier an der Atlantikküste hauptsächlich mit felsigen Klippen gerechnet. Aber wir beschweren uns natürlich nicht und genießen ein paar tolle Stunden am Strand. Und hier beenden wir jetzt auch das heutige Video. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, mit uns wieder ein kleines bisschen durch Spanien zu reisen. Wir sind immer noch total geflasht. Riaño war ein absolutes Highlight und ein Zufallstreffer noch dazu. Auf den Nebel in Covadonga hätten wir gut verzichten können, aber Strände wie dieser hier entschädigen wirklich für alles. So kann es sehr, sehr gerne weitergehen. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit uns weitergeht auf unserem Weg nach Portugal, dann schaut auch nächsten Sonntag wieder rein. Abonniert gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald wir ein neues Video hochladen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ihm doch gerne einen Daumen hoch da oder noch besser, schreibt uns einen Kommentar. Das würde uns sehr freuen. Und ich würde sagen, damit beenden wir dieses Video. Viele liebe Grüße aus Spanien. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Guten Morgen aus Riaño. Nur drei... Ah, shit. Da haben wir jetzt geparkt und gucken uns den Aussichts... Wollen wir nicht warten? Worauf? Auf das Autogeräusch? Achso, oder soll ich gehen? Ja, ja, ja. Achso. Aber jetzt musst du warten, damit er dich nicht umfährt. Wunderschön. Hallo. Hallo. Sehr schön hier. Kann man dich vielleicht kennenlernen? Nein, ich bin schon vergeben. Was ein Glück. Sieht das kacke aus? Ist okay, wenn es kacke aussieht. Jetzt zoomst du schon wieder. Man kann hier auch überall ganz, ganz viele Kajaks... Kajake? Boote. Aber es hat auch so absolut Spaß. Von da melden wir uns wieder. Tschüss, Molly.
Okay, tschüss. Ich lass dich jetzt zurück auf der einsamen Insel, auf der die Sonne niemals scheint. Es war schön. Ja, alte Körper.